Guten Morgen, meine Damen und Herren, hier aus dem Handelssaal der Börse in Stuttgart. Nach dem ernüchternden Wochenstart sollte es am Dienstag eigentlich mit den Kursen aufwärts gehen. Allein es tut es nicht. Wir ziehen uns nach verheißungsvollen Start dann doch wieder zurück. Aus China kommen enttäuschende Daten. Die Einzelhandelspreise sind dort weniger stark gestiegen als erwartet. Ein erneutes Indiz, dass sich die Wirtschaft dort abkühlt. Jetzt hofft der Markt irgendwo, dass die Zentralregierung und Zentralbank doch irgendwo stützend eingreifen wird. Schauen wir kurz die Vorgabenseite an. Amerika gestern geht es 1% nach unten beim Dow Jones. Wir schließen mit 17.730 Punkten. Auch die Technologiebörse Nasdaq relativ deutlich nach, schließt hier mit 5.095 Punkten. Ein bisschen besser der Handel in Japan. 0,2% geht es rauf für den Nikkei. Top heute Morgen im frühen Handel die Deutsche Telekom nach Zahlen des Konkurrenten Vodafone und einer der schwächsten Werte wieder einmal die deutsche Lufthansa. Man kommt einfach nicht zusammen mit den Flugbegleitern. Das Thema Streik scheint dort regelrecht zu eskalieren. Es gibt ein Gerücht im Markt am Tag vor den Zahlen von E.ON. Das Handelsblatt will erfahren haben, dass E.ON uns morgen erschrecken wird mit erschreckend schlechten Zahlen. 5 Milliarden das Minus. Das liegt an Abschreibungen, die vorgenommen worden sind. Etwa 8 Milliarden. Ja gut, der Markt scheint das ein bisschen gelassen zu sehen. Die E.ON-Aktie gerade mal 1% im Minus. Der holländische Telefonkonzern KPN verkauft einen Großteil seines Aktienpaketes, was man hält, an Telefonica Deutschland, ja, und will so etwa 800 Millionen Euro erlösen. Die Aktien werden institutionellen Anlegern angeboten. Abschlag etwa 3% wird gemunkelt. Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat seinen Gewinn dank höherer Mieten gesteigert und steuert jetzt hier auch auf ein Rekordjahr zu. Gewinn plus fast 40%. Außerdem hat Deutsche Wohnen mitgeteilt, dass der Finanzvorstand, der CFO Andreas Segal, zum 11. November, das ist ja schon morgen, den Vorstand verlassen wird. Deutsche Wohnen stemmt sich ja derzeit gegen die als feindlich eingestufte Übernahme oder Übernahmeangebot von Vonovia. Da haben wir gute Zahlen von der Arealbank, die hebt das Ziel kräftig an. Die Immobilienfinanzierer Symrise steigert den Gewinn dank guter Geschäfte in Schwellenländern. Tom Taylor muss sparen, Konzernumbau kostet Geld. Jetzt will man an den Personalkosten sparen und Jung Heinrich stapelt hoch. Hier ist also richtig gut gelaufen, das Geschäft, deswegen kann man hier die Prognose anheben. Ihnen jetzt einen guten Dienstag hier an der Börse.